So, Herr Wagner, nun haben Sie über Ihr Unternehmerfonds gesprochen. Das ist auch sehr spannend gewesen. Aber das Thema heutzutage ist auch das Thema Nachhaltigkeit. Das kriegen wir ja jeden Tag zu hören, auch zu erleben. Ja. Welchen Platz nimmt das Thema Nachhaltigkeit bei Ihnen in dem Fonds? Aber muss man vielleicht, zumindest in unserem Zusammenhang, nicht sagen. Einen hohen Stellenwert nimmt es ein, aber nicht, weil es gerade angesagt ist und vom Kunden auch, von vielen Kunden zu Recht gefordert wird, sondern ich möchte das eigentlich anders beantworten. Es ergibt sich aus einem ökonomischen Grundzusammenhang heraus. Also ich zähle mich nicht zu der Fraktion der ESG-Experten. Ich kann von uns als Wagner Florock auch nicht sagen, dass wir seit 33 Jahren ESG-Aspekte bereits berücksichtigen und einen seit vielen Jahren funktionierenden ESG-Prozess in der Firma und im Investmentprozess implementiert hätten. So, wir folgen ganz klaren ökonomischen Grundüberlegungen. Die habe ich gerade eben schon angedeutet. Das ist zum Beispiel der geringe Kapitaleinsatz. Das ist die Fähigkeit der Firmen, sich auf Konsumentenbedürfnisse einzustellen. Und wenn sich Konsumentenbedürfnisse verändern, zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit, dann richten sich gute Firmen danach aus. Dementsprechend, wenn Sie mal überlegen, kapitalleicht, was bedeutet das? Dass wir in Branchen, die, sage ich mal, jetzt zum Thema Umwelt zu den Zerstörern sozusagen erzählen, bei uns aus ökonomischen Überlegungen heraus gar nicht im Fonds enthalten sind. Also wir lassen aus Profitabilitätsgesichtspunkte viele Branchen, viele Unternehmen, die uns im Thema ESG stören würden, automatisch außen vor. So kann man eigentlich alle Aspekte durchgehen. Denken Sie auch an das Thema Sozial, wo wir uns auch die Frage stellen, wie ist eigentlich die Leidenschaft der Mitarbeiter der jeweiligen Unternehmen? Sind die nur monetär motiviert oder sind die intrinsisch motiviert, weil mit ihnen anständig umgegangen wird? Nicht nur, weil ihnen ein sicherer Arbeitsplatz geboten wird, sondern weil sie wertgeschätzt werden. Also so gibt es viele Aspekte, die dazu führen. Letztlich wollen wir Geld verdienen und wir müssen doch überlegen, was sind die ökonomischen Grundparameter, die genau dazu führen. Und wenn man die anwendet, landet man automatisch, und so ist es auch in den beiden Unternehmerfonds, bei einem Portfolio, das höchsten ESG-Ansprüchen Genüge tut. Wir sind, ohne eine Aktie verkaufen zu müssen, als in beiden Unternehmerfonds als Artikel 8 Plus klassifiziert. Seit dem Beginn des seit den EU-Transparenzrichtlinien überhaupt gar nicht großartig umschichten, dann Value und in Kombination mit der Zukunftsausrichtung führt schon ganz automatisch dazu, dass total nachhaltige Unternehmen bereits schon ihren Platz im Portfolio gefunden haben. Hm. Insgesamt sind bei uns bei Arcatis Investment die meisten Fonds nach Artikel 8 oder auch nach Artikel 9 klassifiziert, ganz ohne Mühen. Ein Beispiel hier, der Arcatis Aktien Globalfonds, der ist zum Beispiel nach Artikel 8 klassifiziert und hier legen wir natürlich die UNGC-Ausschlusskriterien zugrunde, aber darüber hinaus haben wir einen hauseigenen Nachhaltigkeitsansatz entwickelt und zwar gemeinsam mit unseren Kunden. Hier haben wir eine Umfrage gestartet und haben unsere Kunden wählen lassen, welche von 54 unterschiedlichen Nachhaltigkeitskriterien sie als sehr wichtig einstufen. Diese Kriterien haben wir dann genommen und eine Ausschlussliste mit hineingepackt oder Ausschlusskriterien mit eingepackt. Und so setzen wir das heute in unseren Fonds auch um. Da gibt es einmal die ganz harten Kriterien, bei denen man zum Beispiel sagt, Unternehmen, die bei Waffen oder bei kontroversen Chemikalien involviert sind, die dürfen überhaupt gar nicht ihren Weg ins Portfolio finden. Würden sie aber auch aufgrund unserer natürlichen Investmentphilosophie schon nicht. Dann haben wir aber auch gewisse Toleranzgrenzen, zum Beispiel bei der Massentierhaltung dürfen maximal 10% des Umsatzes eines Unternehmens quasi da reinfallen, sodass es mit aufgenommen werden darf. Also wir versuchen vor allem unseren Menschenverstand angeschaltet zu lassen. Das ist schon und gut. Ja, aber schwierig bei diesem Thema, denn wenn man Sachen aus Brüssel dann bekommt, muss man dann manchmal dann sich einfach wundern, wohin die Reise da führen soll. Und dementsprechend muss ich auch sagen, also wir haben natürlich ein paar Produkte, die sind soweit nachhaltig, dass dann auch die EU-Regulatorik das dann entsprechend einklassifizieren würde. Das ist unser TBF Smart Power.
der investiert quasi von in den gesamten Energiefluss vorne, von der Erzeugung erneuerbarer Energie über Energieträger, Speichersysteme, aber auch den ganzen Netzausbau und die letzte Meile zum Kunden. Und das ist natürlich auch immer wichtiger. Andererseits muss man jetzt auch sagen, dass um diese ganze Transformation der Wirtschaft leisten zu können, brauchen wir auch gewisse Rohstoffe. Und um diese Rohstoffe herzustellen, da reicht halt nicht, dass wir alle hingehen und unsere iPhones recyceln und das Kupfer da rausholen. Ja, das ist ein bisschen wenig. Das würde nicht ganz reichen. Dementsprechend, und selbst Elon Musk hat es gesagt, man muss halt ein bisschen suchen danach und dann findet man das auch schon. Und wir brauchen Lithium, wir brauchen Kupfer, wir brauchen Aluminium für die ganze Netzinfrastruktur, das auszubauen. Wir brauchen weiterhin, wenn wir Kapazitäten für die Stromerzeugung aufbauen, denn die ganze Elektrifizierung kostet uns extrem viel Strom. Die Stromnachfrage wird deutlich steigen. Um das eben auszubauen, brauchen wir Investitionen in diese Bereiche. Und das geht nicht einfach so. Und da muss ich sagen, da muss man als Investor und auch als Asset Manager mit einem globalen Blickwinkel muss man technologieoffen rangehen. Und nicht dieses typisch deutsche Schwarz-Weiß-Denken haben, sondern man muss sich überlegen, was macht denn Sinn? Und so, glaube ich, so muss man investieren. Was wir versuchen, ist vor allem transparent zu sein, zu sagen, was machen wir, wo machen wir was und warum. Das ist, genau. Und warum machen wir das? Ja, was macht Saarland? Saarland macht, was immer macht. Wir sehen uns da, glaube ich, relativ eng auch an Ihrem Fonds, Herr Wagner, dass wir eben glücklicherweise, und das freut uns natürlich, weil wir es auch für wichtig halten, auch wenn es nicht ein Teil unserer Anlagephilosophie im engeren Sinne ist, aber wir sind auch ein sehr sauberer Artikel 8 Fonds. Aufgrund der Tatsache einfach, dass wir zum Beispiel kapitalintensive Branchen ausschließen, sodass eben wie bei Ihnen auch, ohne dass wir, das machen wir seit über 30 Jahren, seit es eben den Begriff Nachhaltigkeit in diesem heutigen verengten Sinne gab es den Begriff ja damals noch gar nicht, eben schon diese Kriterien erfüllen. Aber unser Kernpunkt ist und bleibt eben die risikoangepasste Rendite, die wir langfristig erwarten, zu maximieren. Das ist unser Mandat von unseren Kunden. Unser Mandat ist es jetzt eben nicht, ein Impact-Investor zu sein. Das halten wir für sehr wichtig, dass die Umwelt eben verbessert wird. Und da soll jeder Investor dann auch seinen Beitrag leisten, wie er das möglichst effizient machen kann. Wir glauben nicht, dass unser Mandat ist, das für den Investor zu tun, sondern unser Mandat ist es eben auch im Sinne eines Stakeholder-Ansatzes und nicht nur im Sinne eines Shareholder-Ansatzes, aber unser Mandat ist eben die risikofreiste Rendite, die wir erwarten, zu maximieren. Erlauben Sie mir vielleicht, wir sind ja ein konservatives Haus, eben diesen Begriff oder die Frage Nachhaltigkeit auch nochmal im ursprünglichen konservativen Sinne zu beantworten. Nachhaltig bedeutet ja eigentlich langfristig wirkend. Also diese Verengung auf, dass man als nachhaltig nur das bezeichnet, wo eben der Ressourcenverbrauch durch einen gewissen Prozess mit der Ressourcengeneration einhergeht, ist ja ein verengter Begriff. Und wenn man jetzt mal nachhaltig in diesem Sinne interpretiert, wie es eigentlich zu interpretieren ist, dann ist die Nachhaltigkeit natürlich ein ganz essentieller Faktor unserer Anlagephilosophie, denn wir möchten, dass unsere Unternehmen in Branchen tätig sind, die nachhaltig wachsen, langfristig wachsen. Wir möchten, dass unsere Unternehmen in diesen langfristig wachsenden Branchen nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben, aufgrund von Markteintrittsbarrieren, aufgrund von besonderer Preissetzungsmacht. Also das heißt, die Frage, sind wir nachhaltig? Selbstverständlich, ein ganz essentieller Teil. Sind wir nachhaltig im verengten Sinne der Ressourcenschonung? Auch, aber das ist mehr eine Konsequenz aus unseren 10 goldenen Regeln, als eben jetzt unser explizites Mandat, wie wir es sehen. Herzlichen Dank an meine Experten. Das war die Runde zum Thema Aktien ist die zeitlose Anlageklasse.